Neue und vertraute Spuren ist der Titel unserer aktuellen Ausstellung. Die Künstlerinnen Monika Altrock-Luther-Johann, Monika Jakob-Kasel und Irmgard von Ketteler. Also die Ausstellung, die ist ja eigentlich eher sowas wie ein Reisebericht. Kambodscha, Süd- und Mittelamerika oder die Welt der Fantasien, der Formen und der Farben. Ich glaube, im Moment ist die Zeit der grenzenlosen Mobilität ist ja erstmal wieder vorbei. Erst Corona, jetzt explodierende Energiekosten. Aber warum in die Ferne schweifen? Gute Kunst ist nah, im Glaskarree in Bad Godesberg. Mein Name ist Monika Altrock-Luther-Johann. Ich habe in Köln Kunst studiert und arbeite seitdem frei, mache Malerei und habe mein Thema gefunden bei unseren früheren Südostasienreisen, wo die alten Kulturen waren, und habe dann angefangen, etwas für mich umzusetzen, malerisch, zeichnerisch. Die Leiter ist für mich ein Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das ist auch, das sind bildliche an diesem Tempelanlagen. Es stellt ein Himmel auf Erden dar. Das ganze Irdische ist eigentlich auch schon Himmel. Dieses große, komplexe Denken hat mich da interessiert. Es ist Mischtechnik mit Marmorspachtel, das ich mit Kunstharzdispersion und Pigmenten zum Teil vermische und damit Spachtel. Es ist das auch das Haptische in Angkor, dass das alles so lebhaft ist. Die ganzen Oberflächen, die leben, sind auch brüchig. Es ist manches abgeblättert, aber das ist sehr eindrucksvoll, dieser Kontrast. Mein Name ist Irmgard von Ketteler. Ich bin zur Kunst gekommen, verstärkt seit 2010. Ich habe im Institution der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, studiert Altamerikanistik, Ethnologie, Soziologie und Sprachen und bin durch Reisen mit der Kunstakademie Augsburg häufig nach Asien, Afrika, Südamerika privat gekommen, und fremde Kulturen haben mich immer sehr, sehr interessiert. Die Menschen bei ihrer Arbeit und die Skizzen oder die kurzen Arbeiten, die oft auch, wenn man selber in Bewegung ist, dann getan werden, die setze ich teilweise zu Hause im Atelier um. Und da sind oft Grundlage auch, wie in diesem Fall, ein Foto, das ich am Mekong gemacht habe und das als Siebdruck verarbeitet habe. Dahinter liegt eine Tuschearbeit, und die sieht man nur deshalb, weil diese vordere Arbeit in heißem Wachs getunkt ist. Diese Transparenz erlaubt, dass dahinter also noch ein Werk gelegt werden kann. Bei diesen Bildern geht es wieder um Siebdruck und Tuschezeichnung. Ich habe aus Asien auch oft Kokosblätter oder Rinde von einem Baum mitgebracht. Diesen habe ich abfotografiert und daraus ein Sieb erstellt, also für den Siebdruck. Und auf meine Max-Vorlage habe ich dann eine Person gezeichnet. Und zwar war das wirklich, ich habe gesehen, wie jemand halt Kokosmilch ausschüttete. Ich bin Monika Jakob-Kasel. Ich bin autodidakte Künstlerin. Und seit 20 Jahren bin ich einfach intensiver in die Malerei und Zeichnung eingestiegen. Kunst ist für mich die Antwort auf das Bedürfnis der Seele. Im Malprozess entsteht eine eigene Realität.
die mich manchmal in eine mir unbekannte Welt führt. Ja, also das Spannende ist eigentlich, dieses Mystische in der Natur zu finden. Zeichen, die ich Natur sehe, ne? Spuren, die ich entdecke. Ich arbeite überwiegend mit Fotos, die ich bearbeite, am Computer vergrößere und dann die kleinsten Teile mir rauspicke und dann gucke, was ich daraus mache. Mit Tusche, mit verschiedenen anderen Sachen, mit Stäube, wie hier auch. Diese Bilder in Serien sind auf einem Holzträger. Durch den Holzträger lasse ich die Räumlichkeit in dem Bild wieder aufleben und neu entstehen. Meine künstlerischen Vorbilder sind Schumacher, Tabies, Hitchens und Kimura. Mir ist ganz wichtig, dass ich in meiner Kunst Freude habe und authentisch bleibe.